Mein Name ist Sascha. Ich arbeite bei den Bücherhallen Hamburg in der Jugendbibliothek und bin da unter anderem zuständig halt auch für die Video- und Computerspiele. Für Bibliotheken spielen Games eine sehr wichtige Rolle, dahingehend, dass es halt, also es ist halt für Jugendliche und für junge Erwachsene ein total interessantes Medium, mit dem sie sich irgendwie gerne in ihrer Freizeit befassen. Und wenn man halt sagt, ich will mit als Bibliothek jeden erreichen, dann macht es halt auch einfach Sinn, zum einen Spiele einfach vor Ort zu haben, zur Nutzung, zum Ausleihen, mit nach Hause nehmen und halt auch einfach dann damit ein Veranstaltungsprogramm auch anzubieten. Also so quasi jeden Aspekt abzubilden, um halt als Bibliothek ein wichtiger Teil in der Freizeitgestaltung von Jugendlichen zu sein. Die Angebote, die wir haben, sind relativ vielseitig. Also es fängt davon an, dass man einfach vor Ort vorbeikommen kann und sich an eine Konsole setzt und zum Beispiel einfach nur FIFA spielen kann, wenn man möchte, oder halt mit seinen Freunden zusammen. Dann kann ich das auch, wenn ich eine Konsole selber habe, leih ich mir das Spiel an und nehme es mit nach Hause. Und die andere Variante ist halt, dass wir halt Workshops zum Thema anbieten. Also es ist halt Let's Play-Videos sind ja immer gefragt und interessiert, und dass man einfach den Jugendlichen erklärt, was muss ich beachten, wie erstelle ich überhaupt so ein Video und was kann ich halt auch mit Spielen machen, außer sie nur spielen. So halt auch, wie bespreche ich denn ein Spiel und wie gucke ich mir ein Spiel vielleicht ein bisschen auf kritischere Art an.